herzlich willkommen hier in Hamburg. Ich sitze hier im Verlagshaus des Bärs Verlages. Gegenüber von mir sitzt Stefan Fleischer. Stefan ist beim Bärs Verlag Produktmanager und er ist verantwortlich für das Produkt QM for Food. Das ist ein digitales Produkt, ein sehr modernes Produkt im Bärs Verlag. Der Bärs Verlag ist ja dafür bekannt, dass er mit seiner großen Produktportfolio von Büchern im Fachbereich Qualitätsmanagement schon richtig viel zu bieten hat. Heute sprechen wir über die digitalen neuen Lösungen vom Bärs Verlag. Und damit übergebe ich direkt an dich, Stefan. Stell dich doch mal einfach mal der Runde vor und vielleicht eine kleine Einladung schon mal zum heutigen Thema. Ja, vielen Dank. Ich bin Stefan Fleischer, Produktmanager hier im Bärs Verlag und verantwortlich für den Bereich Qualitätsmanagement für die Lebensmittelindustrie. Speziell jetzt Zertifizierung, IFS, BRC, FSSC. Des Weiteren verantworte ich die Schulungswerke bei uns im Hause, auch die Seminare für den Bereich Qualitätsmanagement für unsere Academy, wo wir zahlreiche fachspezifische Seminare anbieten. Und des Weiteren bin ich verstärkt in der Produktentwicklung tätig, woraus jetzt neuerdings auch QM for Food entstanden ist. Cool. Ja, lass direkt mal da einsteigen. Also ich finde das Thema super spannend, so wie ich es verstanden habe. Als Qualitätsmanager hast du immer einen riesen Katalog von den Standards. Wenn du dich nach, weiß nicht, den Lebensmitteleinzelhändlern richten musst, dann musst du noch IFS und vielleicht AIB oder BRC die Standards erfüllen. Manchmal überschneiden die sich ja auch. Und ihr habt es mit QM for Food vereinfacht, oder? Wir haben es vereinfacht, genau. Du hast auch schon den besonderen Punkt unseres Tools angesprochen. Wir haben die bekannten Standards IFS, BRC und FSSC genommen und haben die in einfache Fragen umformuliert. Ja, das erleichtert schon mal enorm. Du brauchst nicht mehr die Anforderungen durchlesen, du musst nicht mehr groß interpretieren, was ist jetzt gemeint, und sondern du hast einfache Fragen, die du mit Ja und Nein beantwortest. Und zusätzlich haben wir Musterlösungen mit zugegeben. Das heißt, man hat gleich einen konkreten Wink, was zu tun ist. Hm. Ich finde das, um ehrlich zu sein, super, super naheliegend. Es ist irgendwie witzig, dass es in dem Segment der QM oder auch in unserem Segment der Schädlingsbekämpfung manchmal so ein bisschen länger dauert, bis solche digitalen Innovationen wie Smartphone oder Laptop oder sowas einem beim Arbeitsalltag so ein bisschen unterstützen kann. Ne? Also ich finde es unglaublich naheliegend, was ihr macht. Du hast mir das Tool auch schon mal gezeigt. Was ist, würdest du sagen, der Fokus oder der Fokus des Tools bezüglich der Fragestellung? Also geht ihr da auf einen besonderen Standard ein, meine ich damit, oder so die ganzheitlichen Fragen, die an QM beim Audit beschäftigen? Also erstmal kurz zum Aufbau. QM for Food ist ein Aufgaben-Audit-Management-Tool. Das ist so der Rahmen. Es ist einfach aufgebaut, also schnell zu verstehen und ist sofort implementierbar. Deshalb. Und wir haben ein klassisches Audit-Management-System. Wir haben einen Audit-Manager im Tool integriert, wo man seine Audits anlegt. Dann haben wir diese besonderen Fragelisten zu den Lebensmittelsicherheitsstandards mit den Musterlösungen. Und daraus ergeben sich ja Aufgaben. Okay, und die Aufgaben werden dann auch im System gemanagt, super, verteilt und. Es gibt viele Funktionen. Also statt, dass ich ein Buch nehme mit so vielen Seiten und dass ich mir die Informationen da rausschreiben muss, habt ihr das gemacht für den QM? Der QM muss einfach nur noch Fragen beantworten. Die großen Lebensmittelsicherheitsstandards, die schreiben interne Audits vor, die das Unternehmen vor dem eigentlichen Zertifizierungsaudit machen muss. Ja. Und der IFS-Standard fordert explizit, dass jede Anforderung von den über 200 einzeln durchgelesen wird, also geprüft wird. Okay. Ja, und das muss auch dokumentiert sein. Wir haben die einfache Fragenliste daraus gebildet. Das heißt, die geht man nur noch durch, sagt, ja, ich habe die Sache oder nein, ich habe die nicht, denn ist natürlich was zu tun. Und man hat eine Hilfestellung durch Musterlösung. Und diese Inhalte, die haben auch Auditoren erstellt. Ja, beim IFS-Standard waren es dann halt IFS-Auditoren. Klar. Mit denen haben wir zusammengearbeitet. Ja, genau. Dass es das noch nicht gibt, also es ist wirklich Hut ab. Das ist echt ein geiles Produkt. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wir hatten QM noch in 2018, wo jeder ein iPhone irgendwas in der Tasche hat. Wie hat der gearbeitet? Also hat der wirklich jeder QM von einer kleinen Bäckerei-Filiale oder von einem 2-Mann-Bäckereibetrieb
zu, sagen wir mal, den Großen der Branche, die eine QM-Abteilung von 30 Mann haben, haben die alle anders gearbeitet. Hat jeder, wenn er auditiert worden ist von meinetwegen BRC oder IFS oder Tesco oder AIB, hat er sein eigenes Schema entwickelt? So ist es. Wow. Also jedes Unternehmen hat halt so sein eigenes Schema, wonach gearbeitet wird. Das Klassische ist, ich gehe mit einem Klemmbrett durch die Produktion, schreibe die Mängel auf oder die Abweichung, wenn ich im internen Audit bin, mache Fotos und nach den Rundgängen oder nachdem ich ein Gespräch geführt habe, setze ich mich an den PC und digitalisiere alles. Ja, das heißt, ich pflege Excel-Listen, ich muss Outlook-Termine setzen, damit ich erinnert werde an gewisse Aufgaben, wo ich dann mal nachhaken muss. Ich muss separat die E-Mails schreiben und das kostet viel, viel Zeit. Und mit QM for Food wird das komplett eingespart. Unglaublich. Also im Endeffekt können wir jetzt aufhören, weil ich glaube, das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal, was so naheliegend ist. Dass, wenn ich QM wäre, hätte ich schon längst gemacht wahrscheinlich. Ich hoffe, die QMs rennen euch die Bude ein. Ich finde, die Lösung ist gigantisch. Also falls ihr mit Qualitätsmanagement oder Lebensmitteln zu tun habt, dann geht bitte auf die Seite von Bears oder Google QM for Food. Was mir ganz wichtig ist, wie würden die Leute euch erreichen? Also gibt es eine eigene Website oder wie bietet ihr es an? Gibt es eine App oder wie ist da die Planung von euch? Aktuell gibt es eine Landingpage, die ist über unseren Bears Shop, also unten da bears.de zu erreichen und des Weiteren haben wir persönliche Ansprechpartner. Wir haben einen speziellen QM for Food Support, der gleich kontaktiert werden kann über unseren Kundenservice und das heißt anrufen, mailen, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse qm4food@bears.de und eine Landingpage. Super. Ja. Da schön. Kann man uns kontaktieren. Also Hut ab zu diesem tollen Produkt. Ich finde es unglaublich wichtig, dass endlich mal aus meiner Perspektive zumindest ein standardisiertes Konzept in digitaler, zeitsparender und effizienter Form und fairer Form, weil es eben gleich ist, besser für den Anwender als auch die Auditoren, dass es das endlich gibt. Also ja, nochmal mal einen Glückwunsch dazu, da habt ihr etwas Tolles auf die Beine gestellt. Ich durfte ja auch schon mal reinschnuppern. Ich finde es genial, also richtig schön. Du bist ja ganz tief dann im Thema. Du hast mit den IFS und anderen Auditoren zusammengearbeitet. Du hast auch mit Q-Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern zusammengearbeitet. Wo siehst du die Trends? Also ich möchte sagen, wie haben wir das aufgenommen? Und welche Trends siehst du in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie sich die Arbeit des QMs auch mit euren Produkten verändern kann? Also aktuell ist noch viel auf Papier. Und auch was ich gerade beschrieben habe, dass halt vieles noch von Papier digitalisiert werden muss, das zieht sich so durch im Qualitätsmanagement. Die Firmen gehen jetzt langsam da drüber hin oder dahin und sind teilweise auch schon da, dass sie halt digitale Unterstützung einsetzen, um vor allen Dingen auch Dokumente zu digitalisieren, um halt auch diesen ganzen Aufgabenwust, der entsteht. Also es entstehen im Jahr im Schnitt 100 bis 200 Aufgaben, die gemanagt werden müssen im Unternehmen. So größer das Unternehmen, umso mehr sind es. Und da wird in Zukunft der Trend hingehen, dass da verstärkt Tools zum Einsatz kommen. Das ganz große System, was alles kann, wird es nicht geben. Aber es wird ein Hauptsystem geben mit mehreren kleineren Tools, die die Ergänzung bieten. Und das ist so ganz klar der Trend Digitalisierung, ganz klar. Des Weiteren natürlich auch Nachhaltigkeit. Ist ein ganz großes Thema für nicht für erstmal den Endverbraucher, für aber auch die Lebensmittelunternehmen. Nicht nur, dass halt nachhaltige Produkte produziert werden, sondern die Unternehmen gehen auch verstärkt dahin und wollen nachhaltig arbeiten. Deswegen will sich nach Energiemanagement-Normen zertifiziert. Es wird halt darauf geachtet, dass Strom gespart wird, Wasser eingespart wird und natürlich auch die grüne Schädlingsbekämpfung rückt immer mehr in den Fokus, weil es dürfen ja keine Giftköder mehr eingesetzt werden. Auch hier muss noch ein Umdenken stattfinden im Schädlingsmonitoring, im Schädlingsmanagement des Unternehmens einfach. Das passiert jetzt langsam und das wird immer mehr werden. Schön.
Also das ist natürlich auch ein Thema, was mich total interessiert, auch meines Berufes. Und grüner und digitale Schädlingsbekämpfung, wie du weißt, ist etwas, das wir seit langer Zeit kämpfen. Also es ist bei uns im Endeffekt dasselbe. Also anstatt, dass man alle möglichen Giftköder im Betrieb kontrolliert, digitalisiert man die Fallen einfach. Das ist, wie wir es so sagen, No-Brainer. Mich würde noch mal interessieren, Food Fraud. Kannst du es einmal für den Laien erklären, was Food Fraud ist? Ja, Food Fraud ist nichts anderes als Lebensmittelbetrug. Nehmen wir eine Flasche Olivenöl und geht es jetzt darum, dass dieses Olivenöl zum Beispiel nicht mit Wasser verfälscht wird. Ja, weil ein Hersteller von Olivenöl, der halt 1-5% Wasser zusetzt, wird Unmengen an Geld verdienen. Wasser kostet nichts. Olivenöl ist ein hochwertiges Produkt. Und wenn er halt nur 95% Olivenöl in die Flasche gibt und 5% Wasser, dann quasi hat er 5% Gewinn gemacht. Und das ist ein Betrug und das bezeichnet eigentlich Food Fraud. Wo siehst du in Deutschland gerade im Dachraum den Fokus? Wo legen die Leute den größten Fokus hin? Also sind die meisten Betriebe IFS oder HACCP, ISO oder was auch immer zertifiziert? Wo geht die Reise hin? Wird es weiterhin dieses Konzept geben für ganz viele Standards oder wird es irgendwann eine Vereinheitlichung geben? Aktuell ist es ja so, dass wir in Europa hauptsächlich den IFS-Standard haben. Diesen Standard haben die meisten Unternehmen. Dann kommt der BRC. Der BRC-Standard kommt aus England. Der ist vergleichbar vom Standard wie der IFS. Da hängt es dann ab, für welches Handelshaus man produziert. Hier kann die Forderung auch kommen, BRC-zertifiziert sein zu müssen. Ein Standard, der da noch jetzt immer mehr in den Fokus rückt, ist der FSSC-Standard, der aufgebaut ist auf die ISO 22000. Der kommt aber von der Herstellerseite aus. Wird aber mittlerweile auch an vielen Stellen akzeptiert. Und dieser Standard, der gewinnt immer mehr an, ich sag mal, Zuspruch und immer mehr Unternehmen lassen sich nach FSSC zertifizieren. Ein QM-ler, ich kenne das ja, sind Feuerlöscher, ja, überall brennt mal was, oh mein Gott, ganz viele Probleme, morgen vielleicht spontanes Audit und man löscht immer, man ist immer unter Dauerstress. Und wenn einem diese riesen Verwaltungsarbeit dann abgenommen wird, ist natürlich ein gigantisches Thema. Zusätzlich bin ich ein riesen Freund von dieser Bewegung, die wir in den letzten Jahren haben, in Richtung Grün, in Richtung Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, durch alle Belange, sei es von, wie du sagtest, Energiesparen bis hin zu giftfreier Schädlingsbekämpfung oder digitalisierter. Ja, es macht einfach Spaß, eine schöne Phase, in der wir gerade sind. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen was dazu erzählen, dass, wie wir vielleicht jetzt auch noch planen, in der Zukunft ein bisschen was miteinander zu machen. Also du kannst da so ein bisschen den Kunden oder kannst da ein bisschen den Zuschauer einmal abholen und sagen, wie so eure Fragenkataloge mit Aufgaben strukturiert sind und wie vielleicht Schädlingsbekämpfung da irgendwann nochmal reinpasst. Genau, also aktuell hat QM for Food 3 Inhalte, und zwar die Fragenliste zum IFS-Standard, zum BRC-Standard und zum FSSC-Standard. Mhm. Beim FSSC-Standard muss man dazu sagen, der besteht aus 2 ISO-Normen und zusätzlichen Anforderungen des FSSC, und wir decken alles ab. Ja, also der Kunde kann sicher sein, dass er hier sein komplettes FSSC-System abchecken kann mit. Super. Diese 3 Inhalte bieten wir aktuell. Des Weiteren wird eine Bio-Checkliste dazu kommen, ja, wo wir auch schon so ein bisschen wieder beim Nachhaltigkeitsthema sind. Und wir planen auch eine Checkliste für das Schädlingsmanagement im Lebensmittelunternehmen, um einfach sich 100% auf das Audit vorbereiten zu können, um wirklich auch an alles zu denken, weil 1, 2, 3, 10 Punkte hat man nicht so auf dem Schirm, die aber plötzlich der Auditor fragt und dann steht man da und dann ist die Abweichung da und dann muss die erstmal wieder behoben werden. Und mit der Checkliste wollen wir einfach, dass man schon präventiv vorsorgt. Finde ich super klug. Wir haben die Checkliste heute auch schon mal so ein bisschen so grob besprochen und arbeiten dann in den nächsten Wochen, Monaten noch ein bisschen intensiver dran. Genau. Was viele QMs wahrscheinlich nicht wissen, wenn man nach so einer Schädlingsbekämpfung ist ja immer so, ach komm, mach ich Dienstleister für und fertig. Aber was viele ja dann schmerzlich dann herausfinden, ist, dass wenn man da eine Abweichung hat, kann man teilweise auch durch ein Audit fliegen, wenn man da Sachen falsch macht oder nicht gesetzeskonform. Es gibt gerade ganz viele neue Veränderungen, auch das Umweltbundesamt jetzt auch veranlasst hat.
Und ich finde das so unglaublich wertvoll, und das ist auch, will ich auch im QM unbedingt nochmal mitgeben, dass man nicht nur in dem Segment, wovon ich jetzt Ahnung habe, für den ganzen Rest ist für mich natürlich ein bisschen unklar, das gesamte Spektrum des QM-Alltages, dass man mit diesem Fragekonzept sich 100% sicher sein kann. Weil ihr holt den Kunden ab, ihr leitet ihn durch den Fragekatalog, ja, nein, dann dies, dann das. Und gerade im Schädlingsbekämpfungsbereich fand ich das unglaublich klug, wie ihr das strukturiert habt, weil der Kunde sich nachher 100% sicher sein kann, halte ich die Gesetze ein? Habe ich zufällig Giftstoffe in meinem Unternehmen oder bringe ich diese ein? Ist mein Dienstleister in regelmäßigen Abständen hier, wie es vom Bundesamt oder vom Gesetzgeber gefordert wird? Nutze ich Fallen? Wenn ja, werden die laut Tierschutzgerecht Gesetz täglich kontrolliert? Allergenmanagement der Köder und so ein Kram, wovon ein QM keine Ahnung haben muss und sollte, weil er seinen Fokus, aber so kann er relativ schnell, von 20 Sekunden, kurz die drei Punkte setzen, kommt an ein Ergebnis und kann dann eventuell eine Aufgabe daraus erstellen, mit seinem Schädlingsbekämpfungsdienstleister sprechen oder mit seiner eigenen Facility Management Abteilung, und er ist auf in sicherem Fahrtwasser. Das finde ich so unglaublich wichtig, weil es gibt so viele Kleinigkeiten, mit denen man beim Audit durchfahren kann. Und das ist sicherlich eine davon. Und wenn ich dann nur 20 Sekunden in Klicks investieren muss und ich habe nachher eine Antwort, oder? Ich finde das großartig. Genau, das ist halt der springende Punkt. Man hat erstmal eine Checkliste, sage ich mal, die einen erstmal hilft, rauszufinden, was fehlt noch, wo habe ich Mängel. Und dann kann ich alle Aufgaben halt ebenfalls anlegen und in QM for Food managen, alles transparent machen. Ich verteile die Aufgaben auf mehrere Schultern, sprich, ich schicke die an die Kollegen. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, eigene Checklisten reinzubauen, um halt selber uns in gewissen Bereichen zu prüfen, zum Beispiel im Produktionsrundgang. Ich baue meine eigene Checkliste für einen Produktionsrundgang in QM for Food, nehme QM for Food auf dem Tablet mit, arbeite die Liste ab, erstelle vor Ort die Abweichung, mache ein Foto, das wird sofort reingeladen in die Aufgabe. Mit Foto, das ist großartig. Es wird abgespeichert, dann ist die Aufgabe nicht nur in QM for Food, sondern liegt auch schon beim Verantwortlichen per E-Mail im Postfach. Ja, einfacher geht's nicht. Und ich sage immer so, wenn man mit dem Produktionsrundgang fertig ist, dann ist man auch fertig, weil man hat keine Nacharbeit mehr. Man hat keine Digitalisierung mehr, weil die Aufgaben sind schon verteilt. Man kann QM for Food öffnen und schauen, wie weit ist denn das Ganze schon abgearbeitet. Also ich habe die ganze Zeit im Kopf diesen englischen Begriff, es ist doch ein No-Brainer. Wenn ich QM wäre und Fotos machen könnte und ich habe, wie du sagst, nachher wirklich meine Aufgaben fertig aus meinem Kopf, weil normalerweise jeden QM, den ich kenne, die sind einfach die ganze Zeit unter Strom. Und das ist einfach wahrscheinlich ein unglaublich wertiges Gefühl, wenn ich nachher weiß, ist abgehakt. Ja. Und wenn dann auch ein Verantwortlicher aus Betriebsleiter oder mein Chef oder wer auch immer dann nachher fragt, hey, hier habe ich es, ist alles gemacht, die Aufgaben sind verteilt. Großartig. Und ich glaube, das Beste ist, du hast ja schon früher gesagt, dass ihr jetzt auch noch kostenfreie Webinare und Support an eure Kunden oder an Interessenten liefert. Und ich glaube, in diesem Sinne, meldet euch bei Stefan. Die E-Mail-Adresse werden wir ja nach unten einblenden. Und Stefan, vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß. Sehr gerne. Danke. Danke.